Jesus erklärt: Die kommende Seelenernte. Verzweifelt nicht, euer Leben wurde nicht vergeudet. 23. März 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Der süße Friede und die Weisheit unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Herr, was liegt heute Abend auf deinem Herzen? Jesus begann: Nun, ich möchte über die kommende Seelenernte sprechen. Ich möchte all meinen Bräuten auf diesem Kanal versichern, dass das, was sie gesät haben, während sie auf dieser Erde waren, eine immense Ernte einfahren wird. Es ist schwierig für euch, die Auswirkungen zu sehen, welche euer heiliges Leben auf jene haben wird, die euch gekannt haben. Es reicht zu sagen, dass wenn ihr es eines Tages sehen werdet, dass ein heiliger Schock einsetzen wird. Jesus tat dies durch mein armes, kleines Leben. Die Leiden der Verfolgung, der Arbeit und Enttäuschung werden auch weiterhin die Konvertierungen antreiben. Da gibt es reichlich Gnaden, die darauf warten, Seelen zu erleuchten, die für eine Konvertierung vorbereitet wurden. Stellt euch die Ölfelder vor. Die Farmer hatten eine solch harte Zeit, von dem Getreide zu leben, und dann tröpfelte eines Tages jenes schwarze Zeug aus dem Boden. Zuerst war es ein Ärgernis, aber als die Erkenntnis einsetzte, wurde es als reines, schwarzes Gold angesehen. Erinnerst du dich an den Traum, den Ezekiel hatte über das Grundstück in den Bergen? Du meinst jenen, wo es Edelsteine gab, die direkt unter dem Boden lagen, und jedes Mal, wenn wir etwas brauchten, war alles, was er tun musste, den Dreck beiseite schieben und einen wertvoll geschliffenen Edelstein einsammeln? Ja, jener Traum. Du hast seine Bedeutung damals nicht verstanden, aber jetzt verstehst du sie. Alles, was du durchlitten und erlebt hast auf jenem Berg, war ein Opfer für mich, welches jetzt in diesen Tagen Früchte trägt. Genauso wie jedes andere Leben, das mir übergeben wurde und jetzt trostlos erscheint, anfangen wird aufzublühen während der großen Ernte. Das ist, warum ich euch gesagt habe, dass ihr nicht auf das Ergebnis schauen sollt. Seid einfach nur mir treu und macht alles, von dem ihr in eurem Herzen wisst, dass ich euch dazu aufgerufen habe. Jene, die auf Resultate oder Belohnungen in dieser Welt schauen, sind schnell entmutigt. Aber jene, die nur nach der Belohnung suchen, mich glücklich zu machen und meinen Willen zu tun, sie werden reichlich belohnt werden durch die Seelenernte, die durch ihr Leben angefacht wurde. Wird nicht gesagt, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche sei? Nun, viele haben ein weißes Märtyrertum durchlebt. Sie haben nicht gesehen, was ihre Opfer vollbracht haben. Ich möchte euch allen sagen, auch wenn ihr die Ernte nicht seht, euer Leben war nicht umsonst. Ihr werdet das am Ende sehen. Die einfachen, betenden Frauen und Männer werden außer sich sein vor Freude, wenn sie sehen, was ihre Gebete bewirkt haben und was für Positionen ich ihnen im Himmel zuweisen werde. Jene, die treu gewesen sind mit dem, was ich ihnen gegeben habe, werden eine Beförderung bekommen und sie wird im wahrsten Sinne des Wortes himmlisch sein. Ja, alle, die für mich gearbeitet haben, werden außer sich sein vor Freude. Während wir uns der Zeit eurer Abreise nähern, möchte ich nicht, dass eines von euch verzweifelt, weil ihr denkt, dass euer Leben wertlos gewesen sei. Nur weil ihr nicht ein großer Evangelist oder berühmter Pfarrer gewesen seid, bedeutet das nicht, dass ihr nicht einen Obstgarten voller Früchte haben werdet.
Versteht, dass es die Untermauerung eurer Gebete ist, die dafür verantwortlich ist, dass jene eine riesige Ernte einfahren. Wenn ihr eine Wiederbelebung begleitet, wie sie Billy Graham organisiert hat, und ihr einen jungen Mann seht, der nach vorne geht, um mich zu empfangen, dann seid euch bewusst, dass es das Gebet der Mutter ist, welches jenen jungen Mann in mein Königreich hineingeboren hat, nicht Billy Graham, der auch seine Salbung bekam aufgrund der Gebete von anderen. Er war gesalbt, die Netze auszuwerfen, aber es war die Strömung im Ozean, die geopferten Gebete und Bitten, welche sie in das Netz zogen zur richtigen Zeit. Dies wird so missverstanden auf der Erde, aber in meinem Königreich wird es leicht erkannt. Das ist, warum so viele, die den Himmel besuchen, so erstaunt sind über die einfachen Menschen, die in Positionen mit großer Autorität angehoben wurden. Ich habe die Herzen meiner Bräute beobachtet, wie sie verwandelt werden in Herzen, die meinem ganz ähnlich sind. Ich habe ihre Wunden gesehen, die Verachtung, die Zurückweisung und die Vergebung, und ihre Herzen sind meinem so ähnlich. Viele suchen nach einer Königin, aber ich suche nach einem Diener. Ich bin ein König, aber ich kam als Diener. Dies ist, warum die Braut ihrem Bräutigam ähnlich sein muss. Denkt nicht, dass Ruhm und Einfluss euch in den Himmel folgen werden. Nein. Es wird von eurer Person entfernt werden, und alles, was bleibt, ist die Güte und die Gebete, die ihr für die Bedürftigen dargebracht habt. Alles, was ihr geopfert habt in eurer Liebesarbeit für mich, wird leuchten wie die Mittagssonne. So groß wird die Pracht eurer Herrlichkeit sein, dass einer von der Erde euch nur mit großen Schwierigkeiten wird sehen können. Dies ist die besondere Belohnung, die meinen Anonymen zuteil wird, deren einziges Motiv die Liebe war. Ich sage euch diese Dinge, um euch zu stärken und zu ermutigen, denn wie ich es euch gesagt habe, da wird es in den kommenden Tagen viele Angriffe gegen euch, gegen euren Glauben und gegen eure Hoffnung in mich geben. Erinnert euch an diese Botschaft und haltet sie griffbereit, damit ihr darauf zurückgreifen könnt, um die brennenden Pfeile des Feindes zu löschen, der versuchen wird, euch in die Verzweiflung zu stürzen, bevor ich komme für euch. Viele von euch sind schwach und ihr braucht diesen Trost. Haltet euch daran fest, lest es, wenn die Versuchungen kommen. Da gibt es jene von euch auf diesem Kanal, die über Jahrzehnte im Zentrum meines Willens gestanden sind, und doch hat euch der Feind von etwas anderem überzeugt. Und jetzt, wo ihr alt geworden seid, blickt ihr auf euer Leben zurück, als ob es keine Früchte getragen hätte. Wie falsch ihr liegt, euer guter Wille und eure Hingabe an mich, auch wenn ihr vielleicht am Dienen gehindert wurdet, hat Tausende von Seelen ins Netz gezogen. Ja, Tausende von Seelen. Ihr werdet es sehen und jubeln. Zum Abschluss möchte ich sagen, lasst nicht zu, dass euch irgendetwas Angst macht oder entmutigt oder euer Leben verurteilt. Wenn ihr mich mit eurem ganzen Herzen geliebt habt, habe ich alle Dinge genutzt, welche ihr ertragen habt, um mein Königreich mit Seelen zu füllen. Jubelt also auch über eure Fehlschläge. Wartet einfach, bis ihr seht, was ihr für mich erreicht habt.